walk away. Don't walk away from me. This one heavy shit, Cairo. Don't walk away from me. Know what I'm finna do. Genau das hier ist das Ziel für das Ende dieser Woche. Aber heute müssen wir jetzt erstmal Navi schlagen in ein Best of Four. Es ist immer noch der Major Winner, es ist immer noch ein krasses Team. Wir haben vor 3 Wochen ungefähr in der ESL Pro League ziemlich gut gegen sie gespielt, haben sogar die erste Map gewonnen. Das wäre jetzt ja ziemlich gut für ein Best of Four, wenn das wieder so passiert. Aber ich glaube, da muss wirklich alles heute passen. Es ist sogar ein Tornado für heute angekündigt worden in Texas. Und schlechtes Wetter generell, also das sind jetzt keine so perfekten Omen, aber wir schauen einfach mal, was geht. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der 2. Episode hier aus Dallas und wenn euch die Vlogs gefallen, dann wie immer lasst eine Bewertung da, kommentiert vielleicht und jetzt viel Spaß. Lata auf Plomo. So richtig gefühlt dieses Jahr. Ah, crazy. So geil. Ich denke, so ein Setup und wie sie das alles gemacht haben. Soy im Pablo Emilio Escobar. Er ist mehr Escobar in der Serie als Escobar selber. Was? Der Typ ist mehr Escobar selber als Escobar. Er hat das schon sehr gut gemacht. Ich hab den mit meinem Vater immer geguckt, damals. Ich war schon überwältigt. Schöne Grüße. Ist das mit deinem Vater? Ja. Geil. Er mag auch so, vor allem diese Al Pacino-Filme liebt er. Und das ist halt auch geil, weil es so, ist halt Mafia, Escobar obviously. Hast du das Scarface geschaut? Ja. Ich hab dann irgendwann alles... Das ist aber weird schon. I only have my word and my balls and I don't break them from no one. Beginn es. Ich habe den Film gesehen, aber das war schon komisch. Aber die alten Filme sind alle so. Das ist nicht modern, ja. Ist nicht modern, ja. Ey, das kommt nicht auf Kamera, das ist privat. Ich darf nicht mal die Polizei kontrollieren, die Tasche. Das darf nicht mal die Polizei kontrollieren, das heißt, du schlägst dich damit der Polizei. Ja, hier ist ein Reisepass, ein Portemonnaie. Ja, ja. Irgendwelche Lufthansa-Scheiße. Dann hab ich. Impfpass. Was ist da hinten? Karten? Zugseite. Und, die benutze ich nicht, aber die habe ich tatsächlich dabei. Oh, das ist doch ein bisschen red. Ist das ein Fire and Ice Knife Skin? Ja oder nein? Eigentlich ja oder ja, weil es eh einer ist. Skin Maroon? Einmal beantworten. Ich würde gerne deinen Butterfly haben. Ja, okay, das sind ja die teuersten. Ja und? Ja und, du aufs Geld aus? Nee. Ja, also. Aber Butterfly ist geil. Schenk ich dir. Echt? Nee. Aber ich würde gerne das Butterfly haben, dann würde ich die rechten Gloves haben da. Die hier? Ja, machen wir nicht, kann man auch nehmen, aber ich würde gerne die neben deinen Amphibischen. Du, was da so steht? Die hier? Rechts daneben. Ja. Du? Das ist das, was du nicht bist. Gut. Wie genau war das denn? Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich dachte, du weißt, wie das aussieht. Weil da das nicht in der Mitte nichts? Ja. Ich bin gerne bereit zu helfen. Aber das war einfach nur schwarz aus Norm und in der Mitte nichts. Ja, 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 doch, dann weiß ich. Wo ist deine Konsole? Normal unter XK. Wo ist die englische Tastatur noch auf? Nee, also ich mach das nur per Game-Einstellung. Hä? Ich ändere das gleich, gell? Ja, das war das. Ich weiß, wo das andere ist. Ich bin jetzt erstmal auf LAN. Ace of Predator, sehr gute Rechner. Und diese. Benutzt er schon jahrelang. Seit ich ihn kenne. Jahrelang. Was steht hier denn? Hörst du mich? Hallo? Hört mich nicht. Hallo? Okay. Willst du anfangen oder nicht? Du kannst anfangen. Okay, Jungs. Es geht. Also erstmal willkommen, hallo, ja, ich freue mich hier euch helfen zu können. Was für mich wichtig ist, was wir im Training gesagt haben, ja, wir wollen das replizieren, was wir gemacht haben, wir wollen eine gute Stimmung, wir wollen, dass wir uns gegenseitig vertrauen können. Ja. Die nächste Runde ist das Einzige, was zählt. Okay? Wir schauen, dass wir zusammen Ideen finden und dann die nächste Runde versuchen, damit zu gewinnen. Alright? Ich möchte, dass wir eben gute Stimmung zeigen, ein gutes Face zeigen. Das ist das Anfang des Turniers und erst wenn wir raus sind, werden wir gegen was anderes haben. Ja. Das ist mir wichtig. Und ich denke, wenn wir so weitermachen, wie wir im Training angefangen haben, bin ich mir zu 100% sicher, dass wir auch gewinnen werden. Ja. Wir können sehr confident sein, dass wir haben. Seid auf jeden Fall bereit, habt ihr bereit, die einfach wegzuballern. Und lass Revenge haben, okay? Weil wir haben die einmal schon besiegt, wir können sie nochmal besiegen. Ich bin sehr confident, dass wir sie besiegen. Ich bin sehr, sehr sicher, wirklich. Wir haben eine geile T-Seite und eine geile Z-Seite. Lass Spaß haben, spielen. Ja, Spaß haben, lachen und auch feiern, ja? Wenn wir geile Runden holen, lass feiern. Wirklich. Es ist sehr, sehr key, dass wir positive Vibes haben und wir müssen einander auf jeden Fall unterstützen. Wenn der eine ein bisschen down ist,
Ey, ich hab dich, keine Sorge, Mann. Okay, wir haben uns aneinander. Okay? Sehr, sehr gut und wichtig, Mann. Let's go. Ja. Okay, dann 3, 2, 1, Big, okay? Ja. 3, 2, 1, Big! Ich bin auch echt. Vimba, good utility from Na'Vi. That's preventing it from happening fast into the round, but he still goes for it. It must have a look. Maybe he can catch out JDC up towards heaven, but the timing actually just works completely against Imma. JDC able to take him out of play. Process unable to sink that first kill on the first time of asking, but he gets a second chance, and John DeCastro, well, he cleans up with no issue. Time is the problem, though. 30 seconds. Yeah, it's too late now. Now. Hello. They have to. Oh, what? Content. That's so funny. But he's got to worry about this flank from JDC, who has actually timed that to absolute perfection. He hears those players running down towards the site from Red, and JDC cuts them all open. It's bit life with nothing to do. JDC just massacres them. This is so filthy. One goes down, Emo can't handle it, wonderful. But you know, then I looked at the USP, I was like, all right, maybe the people at home want to know. And this round, yeah, it's quick. It's nice and easy. And that's another round for Big, so. Position with some safety, wait for it to fade. And again, you can pick and choose your timing. That helps too. Molotov with a little spam on top, a little spam in return. What is this, Vertigo? Kill here. So this is one and dead. Nearly collateral. That would have been absolutely perfect, but he does get a multi-kill. Imma shuts three down. Ich will nicht judgen, das Play also von dir, sondern was hat der Zeti gemacht? Der hat dich gesehen, der smoked dich ab und dann gehst du einfach nach der Smoke und der ist einfach Brain AFK. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mich auch gefragt. Okay, geil. Weil du musst dir vorstellen, ich bin in dem Window Red. Ich höre jetzt, dass er mich absmoked, ich chille, ihr macht den Akku und ich denke mir, okay, er rennt jetzt laut weg und flasht, einer muss mich halten. Weißt du? Ja. So, das heißt, ich nehme das 1-on-1 gegen den, der mich hält. Ja. Aber dann kille ich ihn einfach von hinten, Digga, und es hält mich keiner. Ich denke mir, hä? Das ist auch so geil. Was machen die, Digga? Und dann war gutes Aiming. Danke. Aber die eine Runde, Alter. Zigger! Oh. Lern mich,